Soweit die Informationen der Polizei in London heute. Weitere sollen heute Abend folgen. Aber erst einmal wollen wir über das, was wir schon wissen, sprechen mit Rolf Clement, dem Sicherheitsexperten vom Deutschlandfunk. Guten Abend bei uns. Guten Abend, Herr Fuß. Wir haben gehört, oder es heißt heute, die Polizei hat schnell und besonnen reagiert. Aber wie ist das dann zu bewerten, dass dennoch ein Angreifer so nah ans Parlament herankommen konnte? Die Frage würde ich als Regierungschef auch stellen. Wie kann das sein, dass jemand so weit reinkommt, auch dass jemand aus dem Auto aussteigen kann und dann mit dem Messer noch auf einen Polizisten zugehen kann und den umbringen kann? Also das ist schon ein Punkt, da hätte ich ein paar Nachfragen an die Sicherheitsorganisationen. Dass jemand, der so in Schlangenlinien über eine Brücke fährt, dass man dagegen wenig tun kann, das ist offenkundig. Da sind ja Polizisten gestanden, die mit da verletzt worden sind. Also da kann man nicht sonderlich viel machen. Aber das, was um das Parlament herum wirklich abgelaufen ist, da habe ich auch noch ein paar Fragen, Detailfragen. Das sieht dann nicht mehr ganz so doll aus, wenn man sich das anguckt und den ersten Anschein nimmt. Das heißt, das eine ist ja der Angreifer, wie weit er kommen konnte und dass er überhaupt angreifen konnte. Und danach dann aber die Frage, wie damit umgegangen wurde. London ist ja bekannt als eine der Städte, der meist und best gefilmten Städte, überwachten Städte der Welt. Heißt das, dass die Sicherheitskräfte mit so viel Filmmaterial, mit so viel Überwachung schnell handeln konnten? Die können sehr schnell handeln da. Ja, das wird ja, muss man sich ja nicht so vorstellen, dass hier einer hinsitzt und das in Ruhe anguckt, sondern da wird ja beobachtet an bestimmten Leitzentralen, wie das läuft. London ist da sehr überwacht, weil London ja eine traurige Tradition in Terror hat. IRA waren sehr viele Anschläge in U-Bahn-Stationen und in ähnlichen Dingen in London. Aber auch IS war oder der Islamisten waren auch schon in London mehrfach mit Anschlägen vertreten. Also von daher sind die Londoner sehr gestählt und eigentlich ganz gut aufgestellt dafür, so etwas abzuwehren. Sie haben es ja vor ein paar Wochen auch erst geübt. Also insofern müssten die schon ganz schön fit sein da. Genau, es gab ja vor kurzem erst eine große Polizeiübung in London für solche Fälle auch. Kann sich denn eine Stadt wie London überhaupt noch auch nach so einem Attentat besser rüsten? Das ist ganz schwierig, weil es gibt ja immer diese Einzeltäter, die sie vorher nicht erkennen. Und es ist so, dass ja gerade die Dschihadisten immer stärker Dinge zu Waffen machen, die wir im täglichen Leben gebrauchen. Ein Auto. In Nizza war es ein LKW, in Berlin auch, jetzt war es ein einfacher PKW. Ein Messer, eine Axt. Das alles werden heutzutage schon in den Händen von Terroristen zu tödlichen Waffen. Und damit ist das ganz, ganz schwer vorher zu kontrollieren. Wenn Sie nicht irgendwelche anderen Hinweise haben, kommen Sie da nicht ran. Da rutscht immer wieder ein solcher Einzeltäter durch. Davon muss man ausgehen. Der Täter ist erschossen, so heißt es, aber die Polizei hat noch gar nichts bekannt gegeben, um was für einen Täter es sich handeln kann. Und auch Spekulationen gibt es eigentlich nicht so viele. Ist das nicht eher unüblich, dass die Polizei auch zu diesem Zeitpunkt noch gar keinen Hinweis gibt? Ja, das ist eigentlich sehr unüblich, dass man überhaupt nicht weiß, in welche Richtung das geht. Wir wissen, dass gerade in Großbritannien es auch in anderen Bereichen eine gewisse Gewalttradition gibt. Ich sage nur Nordirland. Nordirland hat zum Beispiel in Sachen Brexit eine andere Meinung als England. Könnte aus so einer Ecke heraus auch so ein Anschlag kommen. Der Ablauf deutet nicht darauf hin, ich sage das ganz gleich. Aber man muss schon sehen, dass es auch denkbare Konstellationen in eine andere Richtung gibt, die da noch rauskommen könnten. Die Regierung macht es insofern geschickt, als sie sagt, wir sagen erstmal gar nichts und warten, bis wir hundertprozentig sicher sind, was da los ist. Aber normalerweise gibt es gewisse Hinweise in die eine oder andere Richtung schon. Und die offiziellen Stellen machen das gar nicht. Wir schließen das alles aus dem Ablauf, den wir aus anderen Anschlägen kennen, dass das hier auch möglicherweise ein islamistischer Anschlag war. Ich tue das auch, aber das andere muss man immer noch im Hinterkopf behalten. Vielen Dank, Herr Clement, für diese Einschätzung. Wir sprechen gleich noch zu einem weiteren Thema.
Auch über Brüssel möchte ich mit Rolf Clement sprechen, dem Sicherheitsexperten. Wenn man nun Brüssel mit London vergleicht und die Arbeit von die Arbeit der Behörden und der Sicherheitsbehörden anschaut nach einem Attentat, auch wenn es hier vielleicht völlig verschieden sein mag, ist Brüssel irgendwie das Gegenteil von London? Also es war vor einem Jahr das Gegenteil von London. In London hat man inzwischen eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen allen Diensten, die Sicherheitsdienste, Geheimdienste, Verfassungsschutz dort, arbeiten sehr eng mit der Polizei zusammen. In Brüssel hatte man am Anfang den Eindruck, dass gar keiner wusste, was da eigentlich los war. Und es ist so, dass dieses Molenbeek ja auch lange Zeit für die britische Polizei, für die belgische Polizei, das war, was wir in Deutschland eine No-Go-Area nennen, wo keiner mehr reingegangen ist, weil es einfach für die Leute gefühlt zu gefährlich geworden ist, da reinzugehen. Deswegen konnte sich das dort so entwickeln. Und deswegen ist es auch so wahnsinnig schwierig, sowas zurückzudrehen, jedenfalls innerhalb eines Jahres. Diese Initiativen sind ja gut, die da entfaltet worden sind, aber sie können sowas nicht in einem Jahr umdrehen. Und die belgische Polizei und die belgischen Sicherheitsbehörden haben schon angefangen zu überlegen, warum ist das so heillos daneben gegangen. Und haben schon angefangen, da einen Kurswechsel zu machen. Der Premierminister hat das in schonungsloser Offenheit gerade selber gesagt. Ja, wir sind heute besser aufgestellt als vor einem Jahr, aber noch lange nicht so gut, dass wir alles verhindern können. Alles kann keiner verhindern. Aber so wie er es formuliert hat, weiß er schon, dass der Weg, um auf ein europäisches Niveau zu kommen, noch ein ganz schöner Weg ist. Sie erwähnen das europäische Niveau für was Brüssel erreichen soll. Aber wie ist da der Austausch auf europäischer Ebene zwischen den Sicherheitsbehörden und den Ländern? Der ist deutlich intensiver geworden in den letzten Jahren. Man gibt sich sehr viel Informationen weiter. Denken Sie nur an den Weg, den der Berliner Attentäter gemacht hat, bis er dann in Mailand gefasst worden ist. Da hat man sehr schnell ihn mehr oder weniger verfolgen können, weil er da auftauchte, Spuren hinterlassen hat, dort aufgetaucht ist und Spuren hinterlassen. Die Zusammenarbeit auf der europäischen Ebene, auch die Zusammenarbeit zwischen Geheimdiensten und Polizei, hat sich sehr viel deutlich verändert. Vielleicht hat so ein bisschen den Anschluss dazu gegeben, dieses gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum, was wir in Berlin haben, wo wir ja trotz bestehender Zusammenarbeitsregelungen, die eigentlich mehr verbieten als erlauben, einen Weg gefunden haben, sozusagen im untergesetzlichen Bereich doch zu einer vernünftigen Zusammenarbeit zu kommen und Informationen auszutauschen. Und da haben viele, glaube ich, gesagt, na, das, was die Deutschen da machen, das ist gar nicht mehr so schlecht. Lasst uns das doch zusammen versuchen. Schauen wir noch kurz nach Washington. Dort tagt heute die Koalition gegen IS, gegen den IS. Der US-Außenminister Tillerson hat 68 Vertreter von 68 Mitgliedsländern zu Besuch und hat diese 68 Staaten aufgerufen, nun noch ernsthafter, noch mehr bemüht gegen den Terror zu kämpfen. Hat die Trump-Regierung da wirklich eine neue Strategie? Na, sie hat zumindest eine vielleicht etwas härtere Strategie, als es vorher gewesen ist, de facto. Obama hat das auch sehr deutlich gesagt, aber vielleicht nicht ganz so hart umgesetzt, wie das jetzt gekommen ist. Wenn man hört, dass jetzt zum Beispiel die Amerikaner auch mit Artillerie aktuell in diesen Tagen den Kampf gegen den IS in Syrien unterstützen, dann sehen wir schon, dass da jetzt ein Stück mehr vorangegangen wird. Sie erinnern sich ja vielleicht, dass im Wahlkampf auch die Kandidatin Clinton davon gesprochen hat, dass man sehr viel stärker sich dort engagieren müsste. Sie sprach damals von einer Flugverbotszone über Syrien. Das würde man es heute umsetzen, Krieg mit Russland bedeuten. Also daran sieht man, wie weit man da schon in den Gedanken und in den verbalen Dingen vorangeschritten ist. Und das Zweite, was das natürlich machen soll, diese Konferenz in Washington, 68 Minister und davon so und so viel in arabischen Gewändern. Das ist schon ein Punkt, eine Demonstration vor der Welt. Wir stehen zusammen gegen den IS und sie hoffen, dass sie damit Eindruck schinden. Was heute in London passiert ist, zeigt eher, dass das nicht so richtig gelingen mag. Was die Regierung Trump mit dem Kampf gegen den Terror nun vorhat und unternimmt, das werden wir weiter begleiten. Vielen Dank für Ihre Einschätzung auch zu dem aktuellen Thema in London heute Abend, Rolf Clement.